Der Bruder sagt, gehört es zur Verspätung oder zum Verspäten der Gebete, wenn ich das Dhuhr-Gebet nicht gleich am Anfang bete, sondern eine halbe Stunde später? Nein. Denn wir haben Zeitspanne. Du hast die Möglichkeit, in dieser Zeitspanne zu beten. So, diese Zeitspanne, solange du dich danach richtest, und man sollte das nicht bis zum Ende aufschieben, denn die Leute, die das bis zum Ende aufschieben, kurz bevor das nächste Gebet beginnt, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiqin. Das ist das Gebet der Heuchler. Und daher muss man aufpassen. Aber du hast natürlich die Möglichkeit, das Beste ist, du betest es zur richtigen Zeit. Hadith Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, bei Al-Bukhari, er sagte, was ist das Beste oder welche Tat ist die Beste? Ayyul amali afdal. Was ist die beste Tat? So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi waqtiha, das Gebet zu seiner Zeit. Und daher, wenn du es zu seiner Zeit beten kannst, gleich am Anfang, das ist der höchste Lohn. Aber wenn du was zu tun hast, kannst du es eine halbe Stunde später, kein Problem. Aber was gemeint ist, sie haben es verspätet. Das heißt, nachdem diese Gebetszeit verstrichen ist, dann haben sie erst das Gebet gebetet. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bitteschön. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.